Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. In dem Video zeige ich euch Fortnite Skin Kombi. Das seht ihr der erste. Ich habe den neuen Skin genommen. Hier unten seht ihr auch den Namen. Allsichtige Assassinen. Da Leute eine Kombi. Und zwar der Skin mit der Schleife im Hintergrund von diesem Knuddelbär. Dann die Picke, Eisbrecher. John Wick Regenschirm und halt dieser Falle-Mode feiere ich ganz toll, ganz gerne. Und ja, Entschuldigung für die Fliege, die gerade ins Bild ist. Und ab zum nächsten, ab zur nächsten Kombi. Achso, und hier noch die schwarze Lackierung. Ab zum nächsten Skin-Kombi. Leute, ab zur nächsten Skin-Kombo. Ja. Und zwar erstmal der Skin hier, Taxifahrerin. Leute, Taxifahrerin ist da. Mit dem Rückenaccessoire von diesem einen speziellen Bundle. Eisbrecher wieder dazu mit dem Season 9 epischer Sieghängegleiter. Plus, dieser Galaxy-Fall-Emote da. Und halt diese schwarze Lackierung. Die feiere ich dazu auch mega. Also könnt ihr machen, die da. Diese Kombis müsst ihr aber nicht, nur wenn ihr wollt. Und ja, dann ab zum nächsten. Und Leute, weiter geht's hier mit Fußballskin am Start. Ja, wieder mit den blauen Flügeln dazu. Mit der Spitzhacke Eisbrecher wieder. Den No-Skin-Hanggleiter feiere ich einfach. Und dazu noch, ja, blaue Fusion, einfach auch geile Fälle-Mode. Dazu halt noch die schwarze Lackierung, ist auch ganz cool. Aber ihr könnt natürlich auch eine andere nehmen. Ich feiere die halt recht gerne bei diesen ganzen Skins. Und ab zum nächsten. Jo Leute, dann geht's weiter mit dem Skin Laguna. Hier. Wenn ihr Scuff-Kull Ultra guckt, der spielt den ja auch meistens. Hier mit der Sonnenblume als Rückenaccessoire ist ganz geil. Mit der Picke vor allem auch ganz geil, finde ich. Dazu Palmblätter. Gab's diesen 8er als Epic Win Hanggleiter und halt blaue Fusion. Passt irgendwie, weil Laguna ist ja sowas wie mit Meer. Und das feiere ich ganz doll, ganz toll und ja. Dann als Lackierung Ananas finde ich ganz toll. Passt auch so ein bisschen zum Thema Wasser bei Laguna und alles. Und ab zum nächsten. Jo Leute, weiter geht's hier mit Kommando. Da unten seht ihr es nochmal, Kommando. Dabei nochmal diese Schwerter als Rückenaccessoire. Was Besseres habe ich leider nicht. Dann nochmal diese Picke hier. No-Skin-Picke, einfach auch gut dazu. Der schwarze Hanggleiter passt auch mega, finde ich. Und einfach überhaupt gar kein Falle-Mode, finde ich nämlich nicht so geil. Hier eine schwarze Lackierung am besten. Das sieht nämlich am tollsten aus bei Kommando. Und ab zum nächsten Skin. So Leute, weiter geht's hier mit plüschigerer Bauken. Dazu habe ich dann noch dieses Backbling, sage ich jetzt mal. Dazu noch diese Picke, das ist die beste, die ich dazu gefunden habe. Ebenso wie der beste Hanggleiter, den ich dazu gefunden habe. Und der beste Falle-Mode, den ich dazu gefunden habe. Auch die beste Lackierung, die ich dazu gefunden habe. Nicht die beste Kombi, aber immer noch gut genug. Und dann würde ich sagen, ab zur nächsten. Tada, es geht um Willow. Ein recht seltener Skin, muss ich sagen. Da unten Willow. Leute, dazu nochmal das Rückenaccessoire von diesen schwarzen, dunklen Flügeln. Geil, muss ich sagen. Dazu die Spitzhacke Eisbrecher. Das, wie ich schon jetzt in vielen Sachen gemacht habe. Diesen Hanggleiter One-Shot von John Wick. Und halt dieser Falle-Mode feiere ich ganz gerne. Ebenso wie diese schwarze Lackierung. Und ab zur nächsten, Skin-Kombi. Leute, ich zeige Ihnen 3, 2, 1. Leute, das ist, wer früher meine ganzen Skins gesehen hat, weiß, dass das hier früher mein Main-Skin war. Mit diesem Rückenaccessoire, finde ich ganz geil. Mit Eisbrecher wieder. One-Shot wieder und halt reisende Blitze wieder. Genauso mit dieser selben Lackierung. Nur zwei Sachen wurden jetzt geändert, halt